Du kennst doch, dass das gewisse YouTuber immer sagen, jemand, der die hatet, ist ein Hate, ist Neider, ne? Da kennst du doch welche, oder? Darüber können wir doch reden. Wie behindert die sind. Okay, meinte ich schwul. Aber ich sag das gar nicht. Ja gut, komm, erzähl. Okay. Also Leute, ne? Es gibt ja auch so ein paar gewisse Brüder auf YouTube, die etwas groß sind, ja. Und ich glaube nicht eigentlich nicht, wie du meinst, ne? Also die machen ganz gute Musik auch, das kommt noch dazu. Jetzt kommt's, oder? Jetzt weißt du es. Jetzt. Ja, war klar. Also ich finde die sehr. Okay, nee. Auf jeden Fall gibt es diese gewissen Brüder da. Und die machen halt so ein paar Videos. Und dann in dem einen Lied, ne, da sagen die halt, dass alle Hater Neider sind. Und diese These würde ich jetzt mal gerne mit Helfig Richard in den Grund und Boden stampfen, ja? Fuck mein Schwert. Weil diese Aussage ist so dumm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ihr seht das ja wahrscheinlich auch so. Ich glaube nicht, dass meine Zuschauer jetzt unbedingt Fanboys von... Okay, ich habe fast den Namen gesagt. Oh, von den zwei Brüdern sind, ja. Ich sag's mal so, es gibt wirklich so Hater, die leiden wirklich so, aber an sich... Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Guck mal, ja, wenn die nicht singen können, warum bin ich schon auf die neidisch? Ja, ich meine, es gibt ich zwar mein, ein paar... Ich meine jetzt an sich, bei Hatern gibt's ja wirklich ein paar, aber das bei denen, das glaube ich wenig. Ich hätte jetzt fast den einen beschrieben. Ich wäre jetzt nicht unbedingt auf die beiden neidisch, auf die zwei Brüder dort. Ich meine, sie haben vielleicht ein bisschen viel Geld für ihr... Okay, nee, das sage ich nicht. Sie haben vielleicht ein bisschen viel Geld, aber... Naja. Die konnten ja auch ein gewisses Teil da bezahlen, ne? Ich weiß genau, was du meinst, ja. So ein ganzes krasses Ding. Ein ganz krasses Ding. Und was, sie bringt sie auf die Spitze? Ein Ding. Voller Überraschungen. Oh Marty, Mann. Kennst du den? Nein. Schade. Das hättest du wenigstens kennen können. Kennst echt gar nichts. Scheiß Lappen. Oder ein gewisser YouTuber, der ein schönes Album rausgebracht hat. Okay, jetzt wisst ihr eigentlich alle, wen ich meine. Ich verstehe gerade wieder nicht, wen du meinst, ne? Na, das Album war jetzt an sich sehr, sehr... Scheiße. Ja, schlecht. Das muss man ernsthaft sagen. Das war einfach nur Kindern Geld aus der Tasche ziehen. Da war auch ein Lied mit den zwei tollen Brüdern da von gerade eben zusammen auf diesem Album drauf. Und auf jeden Fall, naja, wie soll ich sagen, da hat er das auch gesagt. Und ich möchte jetzt mal sagen, ich bin nicht neidisch auf jemanden, der auf Amazon 1,5 Sterne Bewertung hat mit 1,5 Millionen Abos. 1,5, Alter. Ja, der hat... Ne, wahrscheinlich nicht mal 1,5 Sterne mittlerweile. Aber ich meine, man hat mit 1,5 Millionen Abos eigentlich eine höhere Bewertung als 1 auf Amazon. Also eigentlich. Ja, der Typ halt nicht, aber dann ist der halt was Besonderes, würde ich sagen. Ne? Ich bin übrigens gerade am Videos vorproduzieren. Weil er scheiße Internet hat bei seiner Mutter und alles bei seinem Vater hochlädt. Ja, deswegen habe ich hier so eine schöne kleine Festplatte, Leute. Von von D-Log ist die Festplatte. Ja, und wir reden gerade von Product Placement, Martin. So, D-Log, danke. Martin. 10, 30, 40, Martin. So, 50 Euro, danke D-Log. Ne? Ja, überhaupt kein Product Placement. Warte. Ah, ich habe noch ein Product Placement laufen von von Surf, das ist eine Norma-Marke, das Classic Water. Das ist sehr gut, müsst ihr euch kaufen auf jeden Fall, Leute. Was denn jetzt? Beauty-YouTuber, das ist doch ein neues Thema. Was sagst du zu Beauty-YouTubern? Nö. Also ich gucke ja ganz gerne mal dieses Bienchen dort, das große Bienchen. Und ja, das ist halt auch... Die Videos sind sehr aufwendig, muss ich sagen. Ganz ehrlich, das interessiert mich, wie man sich schminkt, ey. Nee, wirklich. Also, ich glaube, am Cut von den Videos würde ich so 3 Minuten sitzen.
Das ist schon krass. Okay, 3 Minuten vielleicht nicht. 5. Das ist schon krass, muss ich sagen. Und dann, ich verstehe auch nicht, warum die so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, die meisten Beauty-YouTuber sind nicht unbedingt die geilsten. Oder viele Beauty-YouTuber sind nicht unbedingt die geilsten. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt mal überlegst, YouTube ist so groß, das ist im Moment wirklich größer als Hollywood, um ehrlich zu sein. Ja, YouTube ist mittlerweile im Moment schon größer als Clipfish, muss ich sagen. Das ist eigentlich krass. Wenn du mal überlegst, Filme werden ja die ganze produziert, bla, und das dauert auch keine Ahnung wie lange. Währenddessen produzieren werden auf YouTube keine Ahnung viele Videos produziert. Ja, pro Tag werden, warte, da hat irgendjemand mir gesagt, wie viele pro Tag hochgeladen werden. Auf jeden Fall. Das ist einfach richtig krass, das stimmt schon. Hm. Was aus YouTube geworden ist. Also damals noch, die ganzen Broadcast Yourself war es damals, und mittlerweile ist es halt, kann halt jeder einfach YouTube, also konnte damals schon auch, aber mittlerweile ist es einfach professionell geworden und einfach richtig groß. Hm. Damals noch aus Spaß, okay, mit heute auch noch, aber... Ja, aber manche sind da halt nicht... Beauty-YouTuber? Was? Mhm. Gewisse Bienchen zum Beispiel. Löwen? Ne, der ist zwar... Naja, natürlich auch ein bisschen Spaß im Hintergrund, aber der macht halt sein Ding, der zieht das durch. Ich meine, das Bienchen auch, aber... naja... Vor allem, Alter, Mann, jeder kommt doch da drauf, wenn wir das so sagen. Nee, echt? Ich will halt nur keine direkten Namen nennen, das ist es halt. Aber es ist auch schon echt krass, was das YouTube geworden ist, so. Eigentlich ja. Ich meine, wenn ich überlege, ich habe damals, als ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen, also jetzt nicht auf dem Kanal hier, sondern mein allererstes YouTube-Video, da war der YouTube ja auch schon groß. Naja, aber so groß. Ja, aber jetzt ist das ja eskaliert. Ich meine, wenn ich überlege, wie viele Deutsche jetzt mittlerweile die 1 Million Abos zum Beispiel knacken, also so hintereinander jetzt. Ja, aber bei den Amerikanern ist das viel schlimmer. Ja, stimmt. Aber guck mal, allein auf Deutschland bezogen, überleg mal, wie viele jetzt gerade in letzter Zeit die 1 Million geknackt haben. Viel zu viele. Guck mal, Gronkh knackt fast die 4 Millionen bald. Der hat, glaube ich, 3,9, ich war gestern mal kurz auf seinem Kanal. Aber den Amerikanern ist es wirklich krasser, weil ich gucke bei einem Amerikaner, der macht halt Pranks, soziale Experimente und sowas. Mhm. Der hat im Moment fast 8 Millionen. Läuft bei dem. Ja, stimmt, richtig viele Amerikaner hier auch so Let's Player, die eskalieren auch richtig. Also manche. Mhm. Also ist echt schon bei ganz schön vielen echt krass. Aber wenn ich auch gucke, was ein Push von irgendeinem großen YouTuber ausmacht. Ja, das... Zum Beispiel, ich hab da einen abonniert irgendwann mal. Hm. Vor kurzer Zeit. Kennst du AnyArt? Glaub schon. Also das ist so ein PvP-YouTuber, der aber auch bei Ware und so. Und der hat halt so ein Projekt gemacht, du gegen mich oder so. Also man konnte sich dann halt bewerben und gegen den zocken. Und das wurde hat er dann auch halt auf seinem Kanal hochgeladen. Und der kleine YouTuber dort, der hatte gerade die 200 Abos erreicht. Dann hat er gegen AnyArt gespielt, jetzt hat er die 600. Hm. Und AnyArt hat nicht so viele Aufrufe, ne? Boah, Mann. Das ist einfach voll krass. Also, was ein Push echt ausmacht, ne? Ja, Mann. Guck mal, wenn ich dich pushen würde, würde einfach fast gar nichts bringen. Ja, weil du... Vermutlich, weil ich noch nicht zu groß, so groß bin. Hm. Also, eigentlich war ja mein Plan, ich warte, bis er groß wird und dann... Das ja, eigentlich war es das... Das ist wahrscheinlich auch Leos Plan, deswegen ist er dann mit uns bevor... nein, Spaß. Ihr Leute, ihr seid übrigens die Geilsten, ne? In den Sommerferien habe ich ja die eine Woche pro Tag so ein Video gebracht. In der Woche habe ich einfach, also in dem ganzen Monat, aber in der Woche so, habe ich so 9 Abos bekommen und den ganzen Monat 16. Und das ist für meine Verhältnisse einfach voll krass. Ich meine, das sind mehr Abos, als Hellfix überhaupt hat, also. Ja, nee, war nett, war es nett gemeint, ne? Weißt du, ja. Martin!